schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar zu einem Video, womit ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet habe. Denn ich habe die kompletten Neuheiten von 183 Days zugeschickt bekommen. Die möchte ich natürlich heute mit euch testen. Ich habe schon einige Beauty-Blogger gesehen, die es halt zugeschickt bekommen haben. Und ich war sehr gespannt. Deswegen habe ich aber auch schon so ein paar Tipps und Infos zu den Produkten. Ich bin auf jeden Fall richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt, weil da der eine oder andere sagt, das Make-up ist schon relativ trocken. Deswegen habe ich gedacht, schaffe ich mir auf jeden Fall eine gute Base und wir starten mit dem Fairy, mit dem Rose Fairy Oil Primer. Der sieht so aus, finde ich erstmal sehr interessant, weil der auf jeden Fall eine Menge Schimmer in sich hat. Wenn der jetzt hier auch noch fokussieren würde, wäre das ja super toll, ne? Guckt euch das mal an, richtig, richtig schön. Den kann man auch nochmal so schütteln, dann kommt dann nochmal mehr Schimmer zur Geltung. Und der soll, ach, das ist ein ölbasierter Primer, also doch nochmal ein bisschen feuchtigkeitsspendend, mit Feen Glow angereichert, Arganöl, Wildrosenöl, Sonnenblumenöl, Vitamin E, wirkt feuchtigkeitsbewahrend und verleiht einen zartrosigen Schimmer. Kann alleine oder als Basis fürs Make-up verwendet werden. Und da ist so eine Pipette drin, das gebe ich mir jetzt einfach mal hier auf die Haut. Und schau mal, es fühlt sich wirklich ganz, ganz leicht, aber auch ein bisschen ölig an, also so... Ja, nicht wie man jetzt so Öl kennt, sondern eher wie so ein, ja, so ein ganz leichtes Öl. Keine Ahnung, so ein bisschen wie Öl-Wasser vermischt. Und das, der Schimmer ist aber wirklich minimal. Also finde ich, der sieht echt krasser aus in der Verpackung, als er in Wirklichkeit ist. Kann man also auch ganz gut einfach so, ja, als so einen kleinen Retuschefilter am Tag tragen. Ich mag super gerne, vor allem den Geruch, den finde ich richtig toll. Der riecht so ganz leicht nach Rose, aber dabei so zuckrig. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Also den finde ich auf jeden Fall schon mal richtig gut. Jetzt kommen wir mal zum Make-up. Und da haben wir ein Baby Skin. Die finde ich ja so süß, die Verpackung. In 010 eine matte Foundation. Deswegen habe ich halt gedacht, mit der Feuchtigkeit muss man halt so ein bisschen gucken. Aber wie süß ist bitte dieses Baby da drauf? Voll niedlich. Jetzt habe ich hier aber auch noch eine Glow Cream. Was auch immer das sein soll, da schauen wir jetzt auf jeden Fall gleich mal nach. So, da ist er. zart getönter Ton, perfektionierender Highlighter für natürliche Akzente, weichzeichnende Spektra, Reflexpigmente, kaschieren optisch Haut und Unebenheiten für einen strahlenden Ton mit Glow Finish. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir das unter oder über Make-up tragen. Ich gucke mir das Ganze mal an. Ach cool, das ist so ein Pinsel sogar da dran. Wie cool ist das denn? Ich mache es erstmal unter Make-up und dann können wir ja immer noch gucken, ob wir das aufbauen. Ah, oh, das ist auch ganz weich, fühlt sich das an. Auch wirklich ein ganz zarter Schimmer. Also alles sehr zart. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Wobei Baby Skin, ja, doch dann eher ein bisschen zarter sich anhört, ne? Weil sonst sind die Produkte ja immer sehr knallig von 183 Days. Deswegen habe ich da jetzt echt gedacht, das wäre irgendwie so ein richtig krasser Boom-Effekt. Aber finde ich für den Alltag tatsächlich ganz schön, muss ich sagen. Weil man hat mittlerweile so viele Highlighter, die ja einfach ein bisschen übertrieben für den normalen Alltag sind, sage ich mal. Deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt. So, dann testen wir uns mal mit dem Make-up aus. Die Farbe passt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Scheint so eine leicht bis mitteldeckende Konsistenz, Textur zu sein. So, ich verteile das jetzt erstmal komplett. Die Kraft finde ich sehr gut, aber mir ist es ein bisschen zu matt. Deswegen habe ich von diesem Healthy Glow, also diese kleine Tube mit dem Pinsel, mir nochmal was so auf diese Highlighterstellen gegeben, um einfach wirklich so einen glowy Finish zu haben, damit es nicht ganz so matt wirkt. Und dann gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde, die Deckkraft ist schon doch ein bisschen mehr als leicht oder mittel, aber jetzt auch nicht so Full-Face-Make-up. So, was nehmen wir als nächstes? Ich habe hier so einen Banana-Concealer. Den finde ich sehr interessant und ich hoffe, der riecht auch nach Banane. Das probieren wir jetzt mal direkt aus. Oh, mega! Ich liebe das! Ich habe bei ganz vielen gesehen, dass sie das nicht so mochten. Ich finde es Hammer. Ich finde es richtig geil. Wow, der ist aber sehr fest. Ich nehme das jetzt mal hier so ein bisschen raus. Ich hoffe, der strukturiert jetzt nicht so sehr meine Fältchen oder sonst was. Deswegen müssen wir da gleich mal einfach ein bisschen gucken. Er ist auf jeden Fall sehr hell und ein Brightening Concealer. Das finde ich sehr gut, muss ich sagen.
und er deckt auf jeden Fall auch alles ab. Jetzt klopfe ich das Ganze mal ein mit so einem Mini-Beauty-Blender und dann gucken wir mal, wie es sich so verhält. So. Ja, okay, der Geruch ist natürlich schon ausschlaggebend für mich, ne, dass ich den gut finde. Finde ich nicht schlecht. Also ganz ehrlich, da habe ich schlimmere Concealer, die jetzt irgendwie sich absetzen und die flüssig sind. Für so einen festen Concealer finde ich den echt richtig gut, muss ich sagen. Okay, können wir bitte einfach mal über das Packaging sprechen? Wie süß ist bitte dieses Mini-Puder? Auch aus dieser Baby-Reihe. Hammer, wie süß ist das? Und das hat dann auch noch so einen kleinen Powderpuff mit rosa Schleifchen. Das ist ja wohl mal mega niedlich. Guckt euch das mal an. Ja, voll süß. Ich will auch unbedingt diese Quaste benutzen. Das ist relativ dunkel, finde ich. Aber ich denke mal, dass es ein loses Puder sein soll. Da steht jetzt nichts drauf. Oder Matt Powder einfach nur. Das ist schon leicht gefärbt. Also kann man eher wie so ein Bronzer nutzen, würde ich jetzt sagen. Jetzt habe ich hier die Seite natürlich mal mit dem Puffy gemacht. Keine Ahnung, wie man das nennt. Powder Puff. Und die andere Seite will ich unbedingt mit dem Pinsel ausprobieren. Wie sich das dann so verhält. Also mit diesem Puff sieht man schon echt mehr als mit dem Pinsel. Das finde ich krass. Und mit dem Pinsel trägt sich auch so das Produkt drunter ein bisschen ab, muss ich sagen. Finde ich auch nicht so schön. Aber mit diesem Puff total gut. Wow, das ist so ein richtig ebenmäßiges Finish. Seht, könnt ihr das erkennen? Ich weiß es nicht. Das kommt immer so anders in der Kamera rüber. Also hier ist die Seite mit dem Pinsel. Da, finde ich, sieht man jetzt wieder die Rötung durch. Damit hat sich das so ein bisschen abgetragen. Und hier ist es mega ebenmäßig und samtig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hiermit auch nochmal hinbekomme mit diesen. Wow. Ja, es ist auf jeden Fall, es wird besser. Ich meine, ich kann das Make-up natürlich jetzt nicht wieder aufsetzen. Aber richtig schön. Wie sich jetzt einfach aufgewärmt, ich finde es mega. Ich vergleiche es tatsächlich schon fast mit einem Huda-Bronzer. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum so viele Beauty-Blogger die Marke 183 Days schlecht reden. Also ihr wisst, ich kriege dafür kein Geld, auf gar keinen Fall. Also es ist alles unbezahlt hier. Und ich könnte euch jetzt auch sagen, die sind sowas von schlecht, die Produkte sind sie aber nicht. Ich finde sie super. Ich finde sie echt richtig gut bis jetzt. Also ich hatte noch kein Produkt, was schlecht war. Und wenn man mal so andere Videos anguckt, da wird es irgendwie schlecht geredet. Ich verstehe nicht, warum. Keine Ahnung. Aber ich gucke ja immer ganz gern Jerome Kutscher und der deckt ja immer so ein bisschen auf und ich habe teilweise das Gefühl, dass die Leute dafür bezahlt werden, schlecht über Produkte zu reden. Beziehungsweise kann er das wohl auch bestätigen, sagt er. ja, dann haben wir hier eine richtig nette Glow-Palette. Banana auch wieder, ich bin gespannt. Und zwar sieht die so aus, finde ich echt hübsch. Sogar mit Spiegelchen brauche ich persönlich nicht bei einer Highlighter-Palette. Bei einer Lidschattenpalette finde ich es cool. Wir haben hier so ein bisschen so ein Pistazienton, würde ich fast sagen. Dann ein richtig krasses Sonnengold. Und so ein, ja, was ist das? So ein Champagnerton, würde ich sagen. Welchen nehme ich jetzt, ist die Frage. Ich würde am liebsten alle ausprobieren. Aber ich glaube, ich gehe in diesen Champagnerton. Das ist einfach so für meine Haut das, was meist am besten passt. Der Geruch ist auch leicht. Nach meiner nicht so krass wie bei dem Concealer, aber er ist da. Und erstmal gehe ich hier so ganz... Okay, sachte rüber, aber das ist schon, er ist schon da, also ihr seht es schon, ne? So mit sachte ist dann doch nicht so. Und highlighte jetzt erstmal meine Nasenpartie. Ich habe jetzt auch einen recht festgebundenen Pinsel genommen. Okay, das Highlight ist da, würde ich sagen. Ich würde es nicht als grob bezeichnen. Aber es ist jetzt auch nicht fein. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist jetzt kein total grober Glitter oder so, aber es ist jetzt auch nicht so super fein, dass es wie so ein Puder ist. Das ist echt eine Geschmackssache, ne? Also ich mag ja lieber dieses ganz, ganz feine Puder. Aber so im Endeffekt vom Weiten sieht man es auch wirklich nicht. Also man sieht jetzt keine Glitzerkörnchen oder so. Sie sind halt ganz, ganz fein schimmerig da. Ich würde jetzt gerne noch so ein krasses Highlight mit diesem Pistazienton einfach setzen. Wow! Der erinnert mich irgendwie an Weihnachten, keine Ahnung warum. Der ist halt echt grün, ne? Aber jetzt müssen wir auch irgendwo noch den Gold-Highlighter benutzen. Ich bin ja echt ein Highlighter-Opfer, ne? Aber wo benutzen wir den? Ich glaube, für die Nasenspitze benutzen wir den nochmal einmal oben drauf. So als Topper, damit wir sehen, wie der aussieht. Oh ja, sehr schöner Ton. Aber der ist mir jetzt zu goldig, weil ich ziemlich blass bin. Also für mich war jetzt echt der Champagnerton am besten und den Pistazien finde ich auch irgendwie cool.
Ja, und der goldene, ich glaube, wenn ich halt ein bisschen brauner bin, wäre der geil. Mir gefällt er auf jeden Fall. Also ich kann nichts Schlechtes drüber sagen. Wie gesagt, die Schimmerpigmente, aber das ist halt einfach so eine Geschmackssache. So, dann haben wir als nächstes hier eine... Lustig. Das erinnert mich schon wieder an Pistazieneis irgendwie. Eine Eyeshadow-Palette. Und zwar ist es so ein kleines Viereck. Die nennt sich auch Square Eyeshadow-Palette. Cream ist das. Die riechen nach nichts. Fände ich jetzt auch irgendwie komisch, wenn die nach was riechen würden, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Aber mega schöne Töne, von Schimmer bis Matt. Ich benutze erstmal hier so diesen beigefarbenen Ton und gebe mir den hier in die Lidfalte rein. Ich benutze jetzt gar keinen Primer, weil ich ja nicht das ganze Gesicht gesettet habe, sondern dieses Puder nur als Bronzer benutzt habe. Eine sehr, sehr leichte Palette, also ist jetzt nicht so, dass du sagst, boom, baum, aber das war jetzt auch dieses Hellbraun, also finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Also ich finde, der kommt so raus, wie er ist. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, zu viele Videos vorher geguckt einfach und bin da so ein bisschen voreingenommen. Jetzt nehme ich hier diesen grünen Pistazienton und setze mir den vorne aufs Lid. Ich finde es sehr schön, muss ich sagen. Also es ist wirklich eine ganz leichte Alltagspalette. Okay, ich glaube, ich sprühe das ein bisschen an. Ich habe hier auch noch so ein neues Bunny zugeschickt bekommen. Und zwar ist das das Base Bunny, aber dadurch, dass ich jetzt den Primer benutzt habe, habe ich den jetzt nicht benutzt. Aber ich habe die anderen ja auch und die finde ich mega gut. Und dann gehen wir halt nochmal in dieses Grün. Vielleicht wird das ein bisschen... Das riecht richtig gut. Mega. Vielleicht wird das so ein bisschen intensiviert dadurch. Ich glaube, ich versuche einfach mal einen anderen Pinsel. So. Ja, jetzt ist es besser. Also es ist jetzt kein krasses Pigment, dass ihr sagt, so, boah, das ist jetzt hier so ein mega Grünton oder so. Es ist halt so ein Alltagsgrün. Aber ganz ehrlich, wann kann man sonst ein Grün im Alltag tragen? Aber so ein Pistazienton finde ich schon, dass das geht. So, als nächstes würde ich mich jetzt mal so an die dunkle Farbe trauen hier. Und zwar würde ich dieses Braun nehmen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe kaum einen Unterschied zwischen diesen zwei Brauntönen. Da hätte ich mir vielleicht eine andere Farbe noch gewünscht. Also es ist minimal. Also ich glaube, der ist ein bisschen schokoladiger, der oben in der Ecke, als der andere. Auch ganz soft. Gib mir den jetzt hier so im Cat-Eye. Mein oberes Lid finde ich sehr schön im Kontrast mit dem Grün. Also das gefällt mir mega gut. Als nächstes möchte ich mich mal so an die Schimmerfarben wagen. Und dann nehme ich jetzt einen kleinen Pinsel und setze mir dieses ganz helle Gold hier vorne in meinen Augenwinkel. Oh ja, das sieht sehr schön aus. Und das mit dem Pinsel finde ich krass, weil normalerweise sind so Schimmertöne natürlich immer besser mit dem Finger aufzutragen. Finde ich sehr schön. Und setze mir jetzt hier so ein bisschen... Ja, ein kleines Halo-Eye mit diesem, was ist das? Ist das fast ein Bronze-Ton oder so ein dunkles Gold oben, würde ich sagen. Ich kann es ganz schlecht beschreiben. Aber unten haben wir auch so einen Bronzing-Ton. Finde ich auch sehr interessant. Und das für ein Pinsel. Guckt euch das bitte mal an, wie gut ist das. Also das ist selten. Ich würde jetzt gern trotzdem mal mit der Hand reingehen, damit ich gucken kann, wie sich das denn noch... Wow, das hat fast schon so einen Chromeffekt. Das gefällt mir mega gut. Richtig schön. Ich gehe aber noch so einen ganz Tacken mit dem Blendpinsel, den ich hier gerade hatte, in diesen Bronzeton unten rein und blende mir das hier so ein bisschen rein. Also der ist auch wirklich minimal anders als der Goldton und gehe dann hier nochmal in den Pistazienton und blende mir den wieder in hier diese Schimmertöne mit rein. Das andere Auge ist auch fertig. Ich setze mir jetzt den untersten dunklen Ton gerade hier drunter unter das Auge und verblende das hier mit diesem schönen, soften Karamellton. Also es ist wirklich eine richtig tolle Alltagspalette. Der Pistazienton könnte schon ein bisschen krasser sein, weil ich finde, der verliert auch noch an Farbe. Aber der Rest gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Vor allem die Schimmertöne sind auch echt cool geworden. Und natürlich wollen wir auch dieses süße kleine Lipgloss-Eis testen. Marshmallow Frost. Es riecht auch sehr zuckrig, aber jetzt nicht so extrem krass. Okay, das ist aber wirklich ein Gloss. Also ist jetzt gar nicht irgendwie gefärbt. Es glittert einfach nur. Süß auf jeden Fall zum Mitnehmen so im Sommer, finde ich. Meine Lieben, meine
Augen, also Mascara und Augenbrauen habe ich gerade auch noch gemacht. Und zwar mit den 183 Days Produkten, die auch noch aktuell im Sortiment sind, aber jetzt nicht die ganz neuen sind. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gedreht. Ich verlinke es euch auf jeden Fall hier oben. Schaut da gerne nochmal rein, wenn ihr möchtet. Ich finde es super. Also wir reviewen die Produkte, glaube ich, gerade nochmal ganz kurz. Ich spray mir nochmal auch den Hasen aus dem alten Sortiment, beziehungsweise was ja auch aktuell noch drin ist, aber nicht brandneu ist. Denn den mag ich halt super, super gerne als Fixing Spray. Also mein absoluter Favorite ist einfach dieses Babypuder. Der ist so süß, den werde ich auf jeden Fall ab morgen jeden Tag tragen. Das ist mein absoluter Favorite. Ich fand das Primer Oil aber auch mega gut. Der Lipgloss war jetzt nicht so mein Geschmack, weil ich es halt einfach lieber mit Farbe mag. Ich finde den auch total cool für den Alltag. Einfach, wenn ihr so ein bisschen dewy Finish haben möchtet. Das Make-up ist auch gut, aber ist halt matt. Das ist nicht so mein Ding. Ist aber einfach eine Geschmackssache, muss man sagen. Ne? Hatte ich sonst noch was? Genau, die Lidschattenpalette fand ich echt cool, finde ich. Also wie gesagt, dieser Pistazienton, der verlor so ein bisschen an Farbe. Aber ich finde, es ist eine schöne Alltagstalette. Palette. Übrigens heißt der Ton auch Pistachio. Wie geil ist das? Den habe ich gar nicht drauf geachtet. Highlighter fand ich sehr gut. Wie gesagt, sind so ein paar Schimmerpigmente drin, aber das hat einfach nichts mit der Qualität zu tun. Sonst die Qualität stimmte sehr. Von dem war ich sehr überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass der so wenig hier die Fältchen... das Fixing Spray hat ein bisschen meinen Mascara abgetragen. Dass er so wenig die Fältchen betont, finde ich, ist auf jeden Fall ein enormer Pluspunkt für so einen fetten, festen Concealer. Und ich merke schon, es ist echt spät abends und ich verhaspel mich hier gerade total. Ja, das Spray konnte ich ja leider nicht so richtig ausprobieren, aber ich habe es kurz gerochen wenigstens. Und es riecht echt mega lecker, so Tutti Frutti mäßig. Ich glaube, das war es an Produkten. Vielen Dank erstmal dafür. Ich hoffe, diese kleine Review hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen spät kam. Aber ich habe es trotzdem noch gemacht, denn ich denke, das hat doch viele interessiert. Und wie gesagt, ich gebe euch meine ehrliche Meinung und nicht eine gekaufte. Und deswegen finde ich sowas ganz wichtig, dass gerade wir Kleinen halt auch nochmal irgendwie unser Statement dazu abgeben. Ich hoffe, das gefällt euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, ob ihr schon Produkte davon ausprobiert habt von der Marke. Viele kennen die ja auch noch gar nicht. Die sind im DM übrigens zu erhalten. Ich verlinke es euch unten. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder bei meinen nächsten Videos reinguckt. Ich verlinke euch hier zwei neue und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura. Achso, Abo-Knöpfchen noch drücken.